Whoa. Hey, check this out. What? Great. It's a pile of trash. Yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Servus Leute, wie geht's? Ich bin's wieder, euer Hafi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange Before the Storm. Ja, wir sind genau letztes Mal hier stehen geblieben, wo wir uns, kann man schon Geheimversteck sagen? Nein, also Müllplatz sagen wir jetzt mal einfach dazu, gefunden haben. Wir waren auch davor noch im Park. Und seitdem wir jetzt gerade den Park verlassen haben, verhält sich Rachel bisschen komisch und ich hätte gesagt, wir stellen sie zur Rede. Und vielen Dank natürlich fürs Einschalten. Ich weiß das sehr zu schätzen. I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Ja. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Ich verstehe es. Yeah, I get it. I know I'm not the easiest person to be around. I don't exactly have tons of experience with the whole friendship thing. Not everything revolves around you, Chloe. I didn't say it did. I'm just saying I understand. No, you really don't. Fuck! Alles klar? Zum Glück war die Flasche noch leer. I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Wir können damit arbeiten. Score. Baseballschläger in die Hand nehmen. Die soll mal was kaputt hauen. Ja, die soll sich austoben. This should do the trick. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? Hey. I know you're the school princess and all. With the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria chases kissing your perfect ass. But seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Oh. Don't go. I need you. Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. But warum? And what is this exactly? Hä, eine Freundschaft etwas Bedeutenderes. Eine Freundschaft! A real friendship. I thought Chloe Price doesn't need friends. I thought so too before today. I guess it's easier to be alone if you decide it's a choice. I'm sorry for whatever I did or didn't do. Today was the best day I've had since my dad died. And I screwed it up somehow. Like I screw everything up because I'm a fucking screw up. Chloe, please.
I don't want to be alone anymore. I'm sorry, Chloe. I can't say why, and I know it isn't fair. But I can't be your friend right now. Can't or don't want to. Does it matter? I'm really sorry. Goodbye, Chloe. Alter. Alter. Das war gerade mal echt emotional. Emotional? Schönes Wort natürlich. Hier von Chloe. Und jetzt lass deine Wut raus. Ja. Ich glaube alles zusammen. Fuck this place. Oh ja. Yeah. Oh, lass deine Wut raus. Ja, an der Puppe. Who else do I know who fits that description? Yeah! Fuck off, Rachel. Ohne Kamera. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. Oh. Spam uns nicht voll. Lass alles raus. Oh, und jetzt ist sie gerade echt wütend. Ich verstehe es sogar. Die Frage ist halt eben gerade nur. Ob sie da schon unter dem Lehrer steht. Unter Mr. Jefferson. Fuck you, David. Das frage ich mich nämlich gerade. Warum sie deswegen jetzt. Ey, die Kamerafahrt ist voll super, ey. Was denn? Dad. Das Auto von ihrem Vater. Das sieht voll echt beschädigt aus. Oh, wir müssen zuschlagen. Feeling alone.
Musik, ey. Sorry, falls ich jetzt gerade im Moment zerstöre, aber... Boah. Das Video wird sowieso keine Werbung geschaltet, also ist es sowieso egal. Aber die Musik, ey, ist so super. Die ist echt gut gesetzt. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir sitzen wieder im Auto. Why are you crying, sweetheart? Lol. Because you're not real. I'm not. What is going on? What's past is prologue and shit. Kiddo, look on the bright side, would ya? Was ist das Positive? What bright side? Ja, genau. You made a new friend today. Sie hat uns aber gerade was anderes gesagt. Hey, where's my marker? Hey, where's my marker? Oh, there it is. Gotta say, that was some fight. She nearly took your head off. Hä, warum? Meint sie jetzt gerade damit? Hä, schon wieder? Rachel? Lol, was passiert da gerade? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Kann man da jetzt wirklich was anmalen? Das bin jetzt, da bin ich gespannt. Wahrheit. Dad used to hate it when I wrote on shit. I guess I did that. Ja, das waren wir. Sometimes people need you though. Even when they don't admit it. Lol. Rachel. Okay. Entzug ist jetzt wieder gekommen und wir sind eingeschlafen. Im Auto von unserem Vater. Was passiert jetzt? Wieder zuschlagen. Vielleicht lässt sie auch gerade los. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, von sowas kann man auch nicht loslassen. Das ist verdammt nochmal sein Vater. Wieder dieser Rabe.
Mal sehen, ob der noch für uns eine Bedeutung hat. Oder hatte der nicht schon eine Bedeutung in Life is Strange? Keine Ahnung. Oh, Leute, fragt mich gerade nicht. Ich weiß nur, dass es der Schmetterling war. Und Rachel steht da immer noch. Und sie hat auch geweint. You came. I'm glad. Ich auch. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. Oh. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. Oh. All right. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is, I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. Ob das so gut ist. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and he was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Ich schulde dir auch eine. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Meeting you, this friendship, it means more to me than you could possibly imagine. I just want you to know I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? Two against one. But you wouldn't take any shit from them. I'd be dead if you hadn't thrown that bottle. You inspired me. And what about Drew? When he was picking on Nathan, you got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe.
I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... I'm so sorry, Rachel. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. Okay. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Ihr kennt euch okay. Seit einem Tag. Richtig. Gut, ist egal. Und die wollen morgen abhauen. Nein, lass es nicht fallen. Zerreiß es nicht. Lass es nicht fallen. Das ist eine Erinnerung. Can I borrow your lighter? Oh Mann. Thank you. Also ich muss gerade ernsthaft sagen, immer wenn gerade Musik kommt oder auftaucht, ich krieg gerade immer Gänsehaut. Come on. Er soll vielleicht die Feuerwehr rufen, aber das ist ja richtig, das ist richtig geil gemacht. Ich warne euch, wenn jetzt ein Cliffhanger kommt. Okay. Frank? Sieht schon geil aus, aber... Und ich glaube, das ist der Vater von Rachel. Und wer ist das? Wer ist das? Hey, wer ist das? Ey! Life is Strange Before the Storm, Episode 1, ist zu Ende, oder? Ja, Episode 1, Awake, erwache. Ja, die erste Episode von Life is Strange Before the Storm ist jetzt vorbei.
was soll ich sagen, das Ende war wie immer geil. Von jeder Episode bis jetzt von Life is Strange war es immer richtig geil. War eigentlich echt immer emotional. Die Musik hat immer gepasst. Boah, ey. Also, man hat gerade diese gewaltigen, das gewaltige Bild, sagen wir so, gesehen. Und die anderen sehen, dass der Vater von der Rachel, die Eltern von der Chloe, die anderen, die wir bis jetzt alle kennengelernt haben, haben das gesehen. Boah, ich bin gespannt natürlich, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wann die zweite Episode kommt. Ich hoffe jetzt so Anfang Oktober. Also so, ja doch. Weil Ende Oktober kommen ja die geilen Spiele schon raus, ey. Assassin's Creed Origins, Super Mario Odyssey, Wolfenstein, alles. Und jetzt noch meine kleine Meinung zu dieser Episode. Also ich muss sagen, für eine Anfangsepisode richtig gut, gut gelungen. Man hat jetzt gesehen, wie sich das entwickelt, die Freundschaft zwischen den beiden. Ich finde es nur, wie gesagt, ein bisschen unlogisch. Die kennen sich jetzt richtig seit einem Tag, haben zum ersten Mal was gemacht und wollen zusammen jetzt verschwinden. Weil wir wissen ja alle, dass das nicht passieren wird. Oder vielleicht nur für einen kurzen Moment oder so. Weil, ja, wir wissen, dass das nicht passieren wird. Und ich weiß nicht, wie sie das jetzt noch erzählen wollen. Also, noch zwei Episoden haben sie. Noch mit der Zusatzepisode, wo man nochmal Max spielen kann. Richtig geil. Ich bin gespannt, was jetzt da auf uns zukommt. Wie sich die Freundschaft jetzt noch weiterentwickelt, was für Höhen und Tiefen es noch geben wird. Was jetzt mit dem Vater und mit der Mutter von Rachel passieren wird. Ob man die Mutter jetzt überhaupt sieht. Und ich frage mich, wer das gerade war, die man als letztes, das letzte Mädchen, das jetzt gerade eine geraucht hat. War das die Mutter schon von Rachel oder... Wusste sie es schon die ganze Zeit? Oder war das jetzt gerade Rachel selber, die einfach eine geraucht hat und sich das nur gemütlich anguckt und Chloe ist verschwunden? Was ich nicht glaube, weil die zwei ja gerade BFF sind. Das würde ich jetzt eigentlich zu gern wissen. Und ich bin gespannt, wann die zweite Episode kommt. Mir hat die erste Episode richtig gut gefallen. Ihr könnt mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ja, was gibt's noch zu erzählen? Ich will mich nochmal entschuldigen, dass so keine Videos so regelmäßig gekommen sind. Ich habe ja eigentlich immer gesagt, jeden zweiten Tag ein Video. Nur in der letzten Zeit, wie gesagt, war es echt schwierig. Da habe ich meine neue Arbeit begonnen. Hatte ja davor einen Monat frei und da konnte ich echt permanent Videos eigentlich machen. Und jetzt habe ich es ganz vergessen, wie es ist, wenn man Arbeit hat. Dann sich halt eben am Wochenende trifft mit den Kumpels, mal eine Shisha rauchen geht oder ins Kino oder keine Ahnung, mal was zusammen trinken geht. Oder Geburtstage. Stehen auch gerade wieder voll viele an. Ja, dafür möchte ich mich einfach entschuldigen. Ich kann euch jetzt noch einen kleinen Ausblick geben, was jetzt gerade noch so kommt. Das waren jetzt insgesamt so 5 Parts. Von einer Episode, das versuche ich jetzt auch immer durchzuziehen, von Episode 2 und Episode 3. Und zwischendrin, für die Wartezeit, haben wir so ein Spiel entdeckt, oder kein Spiel entdeckt. Wir waren halt eben als Kinder riesige Yu-Gi-Oh! Fans. Und da wird, sage ich mal, so eine Miniserie starten, wo ich gegen Kumpels so ein immer Yu-Gi-Oh! Turnier kann man nicht sagen, einfach ein ganz normales Duell. Kommt, oder besser gesagt, dass ich aufgenommen habe. Da wird auch der Thomas und der Nico dabei sein. Wahrscheinlich werden auch mal andere dabei sein. Werde ich da mal gucken. Ja. Und am 27. geht's ja schon los mit Assassin's Creed Origins. Worauf ich mich übelst freue. Was ich da schon mal sagen kann, ich denke, ich werde nur die Story und halt eben die Karte aufdecken. Also die Story spielen, die Karte aufdecken. Die Skillpunkte mir alle freischalten. Und versuchen einfach, dass jeden... Ich versuche wirklich jeden Tag, dass ein Video hochkommt, aber dafür bräuchte ich echt viel Zeit. Aber das werden wir dann mal sehen. Ich versuche es noch zu regeln, dass ich auch Super Mario Odyssey aufnehmen kann.
mit meiner Elgato, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, da sie nämlich kaputt gegangen ist. Und da unten rechts steht beenden. Nein, das wollen wir noch nicht beenden. Vielleicht gibt es ja noch einen kleinen Ausblick, was als nächstes kommt. Und ja. Eigentlich gibt es jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Bei mir ist gerade Scheißwetter. Oh Gott, ey. Und jetzt sind momentan gerade keine Spiele draußen, die man so richtig spielen kann. Die WW2 Beta war ja auch. Die hat übelst Bock gemacht. Ich freue mich schon wirklich auf das Game. Mal gucken, ob ich da den Singleplayer aufnehme. Oder halt einfach Multiplayer mit meinen Kumpels. Das werden wir alles mal sehen. Oh, die Musik, ey. Oh, jetzt wo ich es gerade lese, ey. Ey Leute, das habt ihr richtig gut gemacht. Das habt ihr richtig geil gemacht. Recording Dates. Das haben die ja nur unter April aufgenommen. Ja moin. Und es, wir haben jetzt einfach Oktober. Und im September ist das Spiel rausgekommen. Ja und Leute, und ich nehme das gerade hier am 1. Oktober auf. Die Zeit ging jetzt absolut schnell rum. Fast seit einem Jahr nehme ich Konto. Ich will das Wort gerade nicht aussprechen, ich kann es nämlich gerade nicht. Nehme ich einfach dauerhaft auf. Okay, was heißt dauerhaft, sondern bring Videos. Und für meine Verhältnisse finde ich, läuft es richtig gut. Klar, Life is Strange läuft natürlich gerade nicht so gut. Aber das ist mir egal. Hauptsache ich habe Spaß daran. Und ich möchte es einfach zusammen mit euch erleben. Und wie gesagt, bald wird noch ein Video kommen, oder ich weiß nicht, ob es erst nächstes Jahr kommen wird. Ja, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr kommen, wo ich was Besonderes geplant habe, oder mir was Besonderes geschenkt wurde, sagen wir so. Und dazu möchte ich ein Video machen, wo ihr dann zum ersten Mal meine Hackfresse sehen werdet. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen und hoffentlich kriegen wir jetzt einen Einblick. Jetzt noch passieren kann oder was passieren wird. Hoffentlich sieht man jetzt was. Und wenn jetzt nichts mehr passiert, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Und haut rein. Hier sind unsere Entscheidungen, was wir gemacht haben. Wir können zu den 37%, die weggelaufen sind. Wir haben den nicht angegriffenen Typen. Wir waren gemein. Okay, danke. Dann können wir natürlich noch zu den 87%, die Nathan verteidigt haben. Du hast dich nicht eingemischt, ja. Kann man machen. Oh! Und jetzt lese ich es gerade. Du hast Rachel gesagt, dass ihr mehr als nur Freunde seid. Und wir haben ihr nur gesagt, dass wir nur Freunde sind. Ach du Scheiße. Ich meinte das eigentlich das obere, aber habe aus Versehen das falsche geklickt. Oder nicht aus Versehen, sondern ich meine eigentlich damit, dass wir nur mehr als Freunde sind. Aber dann habe ich es wohl falsch verstanden. Du hast das Geld nicht genommen. Oh, 50-50. Du hast kein Gras vom Frank gekauft. Ach Gott, wer braucht das? Du hast das Selbsthilfebuch gelesen. Du hast das Foto von William auf der Kommode gestellt. Du hast kein Geld in Joyce Handtasche gesteckt. Oh, das hätte man machen können. Ach so, dann hätte sie Geld gehabt.
Du hast Elliot gesagt, dass du mit ihm zu der Forschung gehen willst, jo? Du hast ja die Skips-Demo nicht angehört. Du hast das Tablet-Spiel mit Steve und Mike fertig gespielt. Ja klar, warum soll ich die dann aufhören? Du hast Victoria's Hausaufgaben nicht sabotiert. Du hast Rachel gesagt, dass du an die wahre Liebe glaubst. Du hast deine Kopfhörer mit Rachel geteilt. Hallo, wer macht das nicht? Du bist vom Zug gesprungen. Bam. Shit. No one steals from me. I want my fucking money. Oh. Er will sein Geld. Hä? Ja, wir werden sehen, was passieren wird. Ja. Wahrscheinlich werde ich noch jetzt ein bisschen offscreen die, diese Graffiti sammeln, weil vielleicht 100% ist vielleicht cool. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zugucken. Er will sein verdammtes Geld haben. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.